Eine Woche nach der Handball-WM ging nun auch für den SC Magdeburg die Rückrunde der aktuellen Handballsaison los. Allerdings war die erste Partie ein Auswärtsspiel. Es ging zum HBW Balingen-Wallstätten. Das erste Tor gehörte auch den Gastgebern. Hier Tim Notdurft mit dem 1:0. Die Grün-Roten fanden schnell zu ihrer Vor-WM-Form zurück und Mats Christiansen brachte die Elbstädter in Führung. Schnell setzte sich der SCM in der Sparkassen-Arena ab. Kreisläufer Celko Musa mit dem 4:7 in der 13. Spielminute. In den ersten 15 Minuten scheint alles gut für den SC Magdeburg zu laufen. Immer weiter setzten sie sich ab und ließen ihren Gegner hinter sich, so wie hier Matthias Musche, der zur 5-Tore-Führung in der 15. Spielminute trifft. Aber die Gastgeber wollten sich in der eigenen Halle nicht unterkriegen lassen. In den letzten 10 Spielminuten der ersten Halbzeit holten sie ihren Rückstand auf und gingen zwischenzeitlich mit einem Tor in Führung. SCM-Coach Bennett Wiegert reagierte mit einem Timeout und die Elbestädter schafften es, die Führung zurückzuerobern. Trotzdem warf Christoph Voigt kurz vor der Pause den Ausgleichstreffer zum 17:17. Der SCM kam gut aus der Halbzeitpause zurück und konnte seine Führung schnell wieder weiter ausbauen. Hier Matthias Musche mit dem 18:21 in der 38. Spielminute. Er war mit 8 Treffern der beste Torschütze in diesem Spiel. Auch in der zweiten Hälfte wurde es zwischenzeitlich wieder spannend. Balingen kam in der 53. Spielminute wieder auf ein Tor heran. Doch der SC Magdeburg blieb cool und ließ keine weitere Führung der Gastgeber zu. Schnell wurde der Abstand zwischen den beiden Mannschaften größer. Nach 60 Minuten stand es 30:35. Der SC Magdeburg nimmt einen Arbeitssieg von Balingen aus mit nach Hause. Mit diesen 2 Punkten klettert der SCM auf Platz 5 in der Tabelle. Schon am Samstag geht es für die Grün-Roten weiter, diesmal im EHF Cup gegen Kolding Kopenhagen. Hier die Stimmen zum Spiel. Der erwartet harte Kampf, den die Balinger uns geliefert haben. War ein hartes Spiel, mit vielen Fehlern auch, aber ich glaube, das ist einfach bedingt, weil die Saison jetzt erst wieder so ins Rollen gerät. Von daher haben wir, glaube ich, beide Mannschaften noch ordentlich was zu üben und zu verbessern. Ich bin grundsätzlich zufrieden, das muss man mal über dem Strich so stehen lassen. Wir wussten nicht, wo wir stehen. Vielleicht ging es Baling auch ähnlich. Nach dieser WM-Pause ist immer so ein kleines Loch. Wir konnten nicht richtig einschätzen, ob noch Sand im Getriebe ist oder ob wir schon funktionieren. Ich fand, es war schon noch holprig von uns. Gerade wenn ich denke, dass unser Prunkstift oder wir uns selber definieren würden als Abwehrmannschaft und wir dann 30 Gegentore im Balingen bekommen, dann müssen wir damit glücklich sein, dass wir damit gewinnen und dann 35 auf unserer Habenseite stehen haben. Aber über das ganze Spiel ist es mir zu viel Hasenhandball, zu viel hin und her. Also mit offenem Visier gespielt. Nichts für Taktiker. Ich hätte es mir ein bisschen strukturierter gewünscht.